Die Arbeitswelt hat sich in den jüngsten Jahren massiv verändert und tut es nach wie vor. Vor allem gibt es heute mehr Flexibilität. Aber gerade für Mütter, vor allem natürlich Alleinerziehende, ist es nach wie vor eine große Herausforderung, beruflich voranzukommen, ohne sich völlig aufzureiben oder die Kinder oder Familie zu vernachlässigen oder unter Dauerstress zu stehen. Doch genau dafür gibt es unter anderem KI-Lösungen. Darüber spreche ich mit Swantje Ropra. Sie ist Mentorin für virtuelle Assistentinnen. Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Frau Ropra, vor welchen Herausforderungen stehen denn Frauen im Berufsleben aktuell? Ja, danke erstmal für die Einladung. Das freut mich sehr. Die aktuelle Herausforderung liegt eigentlich da, dass die Frauen schauen müssen, Beruf und Familie in Einklang zu bringen, die Balance da zu finden. Und da auch das Verständnis natürlich auch zu finden, dass jede Frau ihre eigene Position hat und schauen muss, wie kann ich jetzt in dieser Situation, in der ich bin, das Ganze ausbalancieren. Ja, es gibt nicht nur die eine Situation, nicht? Jemand ist Mutter geworden oder so, sondern viele verschiedene Konstellationen dann dabei. Hat sich da aber nicht gerade in dieser Hinsicht viel getan in der jüngsten Zeit Richtung Flexibilität? Ja, auf jeden Fall. Also da kann man sagen, da hat sich sehr viel getan. Es gibt natürlich neueste Technologien jetzt auf dem Markt, die auch gut genutzt werden können, um eben das Zeitmanagement besser zu machen, wenn man natürlich diesen Berufsweg auch geht als Assistentin, so wie ich, dass man dann natürlich da auch einfach seine Zeit besser nutzen kann, effektiv und smart zu arbeiten. Nun gehen Sie davon aus, dass eine Mutter sich wirklich nicht entscheiden muss, ob sie eine gute Mutter sein will oder beruflich tätig und auch noch vorankommen will dabei. Wie kriegt man das unter einen Hut? Wie ist das möglich? Also ich denke, eine Entscheidung ist es auf jeden Fall für die Frau natürlich zu sagen, ich möchte meiner Berufung nachgehen und ich möchte ganz gerne Familie und Beruf im Einklang haben. Und es gibt natürlich auch Mütter, die sagen, ich möchte jetzt zu Hause bleiben, möchte die Zeit genießen und kann das vielleicht in meiner Situation nicht. Aber es gibt viele Frauen, und da komme ich ins Spiel, die natürlich sagen, ich entscheide mich für Erfolg und auch, dass ich das trotzdem neben meiner Familie auch gut umsetzen kann. Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich das machen, ne? Also ich glaube, dass es natürlich immer so ist, dass es wichtig ist zu schauen, wie ist denn die Situation des Kindes oder der Familie? Und da geht natürlich die Gesundheit der Familie und des Kindes vor. Und da hat sich praktisch ein neuer Berufszweig gebildet in den letzten Jahren oder ist tatsächlich so sehr populär geworden, die virtuellen Assistentinnen. Vielleicht können Sie noch mal kurz das Prinzip erläutern, was virtuelle Assistentinnen machen. Ja, also eine virtuelle Assistentin übernimmt die Aufgaben, die der Unternehmer auslagern möchte. Und das sind hauptsächlich Marketing-Dienstleistungen, wie zum Beispiel Podcast-Service, Backoffice-Arbeiten oder auch vorbereitende Buchhaltung, Social-Media-Betreuung auch oder Webseitenpflege. Also da gibt es verschiedene Dienstleistungen, die man da auch bekommen kann. Und ich vermittle da auch zwischen virtuellen Assistenten und eben auch den Unternehmern. Nun ist das ja eigentlich, wenn Sie diese verschiedenen Aufgaben aufzählen, klingt das so, das sind ja die Sachen, die andere gerne abgeben, als wäre das also sehr aufwendig. Und wenn das nun gerade Mütter angehen, die vielleicht sagen, hier die Milch aufwärmen, da das, da wickeln oder je nach Alter, was es auch ist, vielleicht auch Kind dann aus dem Kindergarten abholen und bis dahin 4-5 Stunden für sich haben oder so, auf verschiedene Anforderungen, als müssten Sie dann auch noch so viel organisatorische Aufgaben bewältigen. Wie geht denn das zusammen? Also erstmal geht es natürlich auch um das Netzwerk. Also wir virtuelle Assistenten arbeiten sehr gut zusammen. Also da kann man natürlich schauen, wen man da dann engagiert. Ja. Aber viele Aufgaben können die virtuellen Assistenten tatsächlich auch alleine machen. Das kann man als Mutter auch sehr gut machen. Auch viele Dinge auch am Handy tatsächlich. Ja. Oder eben in der Zeit, wo man eben die Zeit hat, wo man das Kind vielleicht schlafen legt oder so, dann kann man natürlich in der Zeit auch am PC sitzen und diese Aufgaben machen. Das hat natürlich viel mit Disziplin zu tun und aber auch mentaler Stärke. Und da komme ich natürlich auch wieder ins Spiel, dass ich schaue, wie kann man seine mentale Stärke verbessern, wie kann man resilienter werden, wie kann man diese Disziplin auch an den Tag bringen und den Alltag einfach gut schaffen und die Familie eben nicht vernachlässigen.
Okay, also das klingt so, als könnten davon nachher dann alle profitieren, weil das im Prinzip auch ein Teil einer Persönlichkeitsentwicklung sozusagen ist. Auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich auch immer abhängig, wie ist das Kind so, wie ist der Charakter? Ist es ein aktives Kind? Ist es vielleicht ein Kind, was viel Nähe sucht oder viel redet oder viel schreit? Ja. Da muss man natürlich immer schauen, ne? Und da braucht man natürlich auch diese Unterstützung. Und ich finde, dass das ganz gut ist, die Möglichkeit des Coachings gibt, dass man da halt auch helfen kann, einfach aufzuzeigen, welche Dinge muss man selber angehen, damit es den Eltern besser geht und damit sie dann auch mehr Kraft haben, um ihre Berufung zu leben. Ja. Ne? Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber die KI-Tools ist nochmal eben eine ganz tolle Sache, um das Ganze zu beschleunigen, um das Zeitmanagement gut hinzukriegen. Vielleicht können Sie da Beispiele nennen, so wie man was einsetzen kann an KI-Tools dann. Ja, also in der Content-Erstellung benutze ich sehr oft KI-Tools, also jetzt zur Texterstellung zum Beispiel oder um Bilder zu generieren oder Videos zu bearbeiten. Wir müssen heutzutage gar nicht mehr eigentlich vor der Kamera sitzen. Ja. Das macht schon ein KI-Tool für uns, wenn wir das möchten. Wir können Texte natürlich mit KI-Tool erstellen. Wir können ganze Bücher damit schreiben. Aber wichtig ist auch dabei zu beachten, dass wir natürlich das immer noch korrigieren müssen. Also wir nochmal drüber lesen als Mensch, auch nochmal unsere eigene persönliche Marke da auch nochmal draufbringen, dass der Content natürlich nicht nur, also man kann das schon, ein geübtes Auge kann da auf jeden Fall das erkennen, dass es KI-Tool generiert ist. Ja. Und da ist es besser, wenn wir natürlich nochmal draufschauen. Und die virtuellen Assistenten machen das wirklich sehr gut, die sind da sehr geübt, sie arbeiten mit vielen verschiedenen Unternehmen zusammen und haben da einfach auch das Auge dann dafür. Also ist das generell jetzt eine Sparte, ein Berufszweig, von dem Sie sagen, das ist empfehlenswert für Mütter gerade als virtuelle Assistentinnen zu arbeiten? Ja, definitiv. Ja. Also es ist wirklich der schönste Beruf, den es gibt, finde ich. Und ich habe ja auch ein großes Netzwerk mit Mamas, also mit Mama, die Mama-Business machen, sage ich mal, die natürlich mir auch in eben diesen Rückhalt geben und sagen, ja, ich kann das gut organisieren und das klappt gut für mich. Da kann ich nebenbei mich auch um meine Kinder kümmern. Ich kann auch noch andere Dinge machen. Ich bin ortsunabhängig ne, und man kann trotzdem ganz gutes Geld machen dabei. Ja, wie ist das dann mit der Erreichbarkeit? Wie wichtig ist das Telefon heute noch, frage ich mich dabei gerade. Weil das ist was, was natürlich dann am schwierigsten erstmal wirkt. Also nicht ständig angerufen werden zu können oder man telefoniert und dann kommt das Kind rein und schreibt, Mama, hast du was? Ne? So. Das sind ja typische Situationen im Alltag, die ansonsten andere, mit denen man jetzt telefoniert zum Beispiel, einfach kennen, wegstecken. Wie ist das im Business-Zusammenhang? Oder ist da auch die Offenheit schon größer inzwischen von Kunden? Ich denke, das kommt auch darauf an, welche Kunden man sich dann da aussucht, also wie die Kommunikation da ist. Das muss man natürlich dann auch als virtuelle Assistentin einfach kommunizieren, dass es Phasen gibt, wo vielleicht das Kind wach ist oder so. Oder dass man einfach auch die Terminierung so legt, automatisiert, dass natürlich man dann erreichbar ist in der Zeit. Ach, das heißt, hat auch was mit Zeitmanagement. Auch gar nicht verheimlichen, nicht so tun, als stände man immer zur Verfügung, aber ja, da hatte ich gerade wieder ein Meeting oder so. Sowas raten Sie gar nicht, sondern offen mit der Situation umzugehen. Ja, feste Zeiten und natürlich auch zu kommunizieren, dass man Mutter ist. Mhm. Das Verständnis einfach auch für die Unternehmen zu wecken, dass da natürlich auch noch eine andere Herausforderung ist und man eigentlich 24 Stunden dafür zuständig ist. Ja. Und ich denke mal, das ist in der in unserer heutigen Gesellschaft wichtig, dass wir natürlich da auch die müden Geister wecken und sagen, die Mutter ist heutzutage nicht nur Mutter, sondern sie kann eben auch ihre Berufung leben, trotz des Kindes. Genau. Okay, das sind ja mutmachende Worte. Vielen Dank, Swantje Robra. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.